Was macht das Schiff mit dem Stahl? Man lässt mit 137 Tonnen Stahl gerade den Hafen am Festland. Was ist das Ding rostig? Aber gut. Fährt ja auch die ganze Zeit auf Wasser, ne? Ich kann mir den Shot ja für einen Screenshot nutzen. Apropos Screenshot. Lass mich mal kurz schauen, ob ich... Durch meine Getreide-LKWs, jawohl, die sind unterwegs. So. Leer, du hast zwei Baumaterial. Produzierst gerade, aber ist auch relativ schnell weg. Niemals so viele LKWs, wie ich hier habe. Erste Baumaterialien kommen auch schon an. Jawohl, Baumaterialien haben wir fertig. Solange das da noch angenommen wird. Ich werde hier definitiv von allem zu viel haben, wenn ich mir das so angucke. Stahl, Baustelle. Achso, stimmt. Ja, doch zwei Linien. Ja, aber gut, Stahl ist noch nicht angekommen. Das ist richtig. Aber. Machen wir mal kurz ein bisschen bergeckig. Ich würde gerne Stahllinie verwalten. Auf. Einsetzen. Doch gerade verkauft oder nicht? Oh. Alter Alkohol. Alkohol. Was willst du denn? Könnte man auch direkt auf die richtige Spur fahren, Idiot. Hier warten jetzt ihr Baumaterial, der ist fertig. Ich sehe leider nicht, ob der noch Baumaterial hier irgendwo liegen hat. Ich schätze, die Vierer sind erstmal die letzten. Das Schiff dann irgendwann wieder eintrudelt. Er ist unterwegs. Er ist unterwegs. Ja, sollen sie mal machen. Das geht alles schon. Vollgeladen raus. Fangen die an sich zu stauen. Sollen sie erstmal machen. Gucken wir auch im Laufe der Zeit wieder rein. Das Stahlschiff. Nee, du bist das Rinderschiff ohne Rinder. Mal umdrehen. Station geht jetzt schon bei 34 Rindern, die warten schon als überlastet. Na super.
So, hier haben wir gerade mal, genau, hat mal einen Cut gemacht, hat ein bisschen vorgespult, bis das Stahlschiff das erste Mal auf Mallorca anlegt. Das war etwas, was mich gerade gefragt hat, wenn ich etwas irgendwo hin transportiere, wo es aktuell noch nicht gebraucht wird. Hier zum Beispiel. Da geht ja jetzt alles hier hoch und wird von hier aus weiter transportiert. Wird das schon irgendwie bezahlt? Und die Antwort ist tatsächlich ja, hätte ich gar nicht erwartet. So, und jetzt die ersten zwei Stahl-LKWs unterwegs. Heißt, wenn wir den folgen, den ersten hier, weil der ja voll ist, dann können wir gleich schauen, ob direkt schon der Flughafen gebaut wird oder ob noch mehr benötigt. So. Ich sehe auch schon, die ersten 3 Liter Alkohol sind an der Finca angekommen. Oder 3 Tonnen Alkohol wahrscheinlich eher. Ist jetzt hier, ja. Auf dem Flughafen. Trommelwirbel. Dein Reiseunternehmen ist startklar. Biete Direktflüge von den Herkunftsdestinationen deines Zielpublikums an, auf das sich bald zahlreiche Urlaubsgäste einfinden. Rechte Fluglinien von Flughafen in Palma zu den Flughäfen Frankfurt, Wien und Zürich ein. Klicke den Flughafen an und wähle das Ausbausymbol im Hauptgebäude und ein Terminal zu. Ich kann sagen, irgendwie fehlt mir hier noch ein bisschen was. Reinpassen würden sie alle, das finde ich nett. Da, erst einmal. So, Hauptgebäude. Ja, okay. Gebäude machen wir hier vorne hin. Dem Terminal dann direkt da anschließend. Kostet auch ein bisschen was. Güter Terminal brauchen wir hier wahrscheinlich nicht. Und den Hangar machen wir andere Ende. Entschuldigt mein Handy, ich habe es vergessen leise zu stellen. Will ich noch einen zweiten Terminal haben? Nein, eigentlich nicht. Ne? Findest, was können wir hier noch? Noch eine Landebahn dazu machen. Ja. Okay. Also wir brauchen erst einmal de facto 3 Flugzeuge. Reichen 3? Nehmen wir erstmal die kleineren. Ja, wir nehmen die großen. Ey, oder will ich pro Linie 2 Flieger haben? Mach mal einen. So, also, neue Linie. Einmal. Gut. Neue Linie. Einmal durch. Pampa. Wird doch Pampa schreiben. Pampa nach Zürich. Und zu guter Letzt Pampa nach Wien. Einmal Wien. Nach Frankfurt, Wien, nach Zürich. Deine Geschäftsidee funktioniert. Zahlreiche Menschen wollen ihren Urlaub auf der Insel verbringen. Die Touristinnen und Touristen haben je nach Herkunftsland sehr unterschiedliche Prioritäten. Sorge für maximalen Feriengenuss, indem du ihre ganz spezifischen Bedürfnisse befriedigst.
Sorge dafür, dass die Insel den Vorlieben aller Reisenden gerecht wird. Suche am Strand, in den Bergen und beim Nationalpark nach Möglichkeiten, die Bedürfnisse der Gäste zu befriedigen. Das machen wir gleich. Fehlt hier noch eine Sache. Na, schön, dass ihr die Sachen weiter anliefern kann. Großzügig von dem Spiel. Machen hier die Busstation. Ich. Drei Städte anschließen. Könnte ich eigentlich. Wir machen trotzdem erstmal nur Palma. So. Herr Palmer hat ja auch schon Bindung. So, also. Einmal, zweimal. Mal. Und zurück. Was für ein Fest! So ein riesiges Halligalli hat die Insel noch nie erlebt. Das ist schön. Da haben wir schon mal eine Medaille bekommen. Auch den kleinen Bus nehmen. Nur mal drei Stück. Einmal. So. Landschaft gestalten. Am Strand, in den Bergen und beim Nationalpark. Deutsche mögen es korrekt und sauber. Obwohl sie selbst die größten Abfallberge hinterlassen. Sieh zu, dass sie sich an ihrem eigenen Müll nicht zu sehr stören und räume die Strände von Zeit zu Zeit auf. Wenn es nur um Steine geht, immer. Ich einfach abreißen. 10 Steine, 9, 8. 7, 6, 5, 4. Einfach mal Sonnenschirm wegmachen. 3, 2, 1, 0. Reisen aus Deutschland an. So sind wir Deutschen. Schauen wir mal, wie wir den Österreichern helfen können. In den Bergen oder sind die Schweizer? Menschen aus Österreich machen im Urlaub am liebsten das, was sie zu Hause auch tun. Wandern. Stelle Wegweiser auf, damit leicht konfuse Wandervögel nicht planlos durch die Gegend tappen. Okay. Ja, wenn ihr meint, ihr müsst wandern im Urlaub, dann könnt ihr das gerne tun. Wanderwegweiser. Wie viele 10 Stück wollt ihr haben? Ja klar. Im Boden verstecken. So. Da. Hier. Wegweiser machen sie immer gut an Kreuzung, finde ich. Lang geht's. Und da. 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 Noch irgendwo eine nette Kreuzung. Einer noch, den. Da aber noch nicht. Passt. So, und zu guter Letzt die Schweizer. Menschen aus der Schweiz mögen es gerne kultiviert, kühl und schattig. Also möglichst langweilig, was ihrem Naturell entspricht. Ein durchdachtes Bepflanzungskonzept wird ihr Wohlbefinden steigern. Schweizer haben Bäume, Schweizer kriegen Bäume.
Oh. Das hätten wir dann auch. Dank deiner Bemühungen wird Mallorca als Feriendestination immer beliebter. Allerdings lässt die Transportinfrastruktur zu wünschen übrig. Wer reif für die Insel ist, will sich dort nicht bei unnötigen Fußmärschen verausgaben. Sorge für ein angemessenes Angebot an Verkehrsmitteln, damit sich die Urlauberinnen und Urlauber rundherum wohlfühlen. Damit alles rund läuft, muss sowohl die Treibstoffversorgung als auch die Transportinfrastruktur deutlich verbessert werden. Liefere 50 Treibstoff in die Städte und sorge für eine hohe Erreichbarkeit beim öffentlichen und privaten Verkehr. Ja, wie ihr seht, Verkehr haben wir schon, müssen nur für Sprit sorgen. Und Sprit holen wir vom Festland. Ei. Ehrlich? Brauchen wir einen zweiten Hafen für Güterhafen. Den hier direkt ran? Nein. Nach da unten, Straße ran. Warte mal, Stadt. Normale Straße nehmen. Hier. Okay, und hier irgendwie hoch? Nein. Hier irgendwie hoch. So. So. Wie weit reicht das? Nicht weit genug für meinen. Der Tourismusboom hat auch Kehrseiten. Er gefährdet die Tierwelt der Insel. Doch gerade die vielfältige Fauna lockt zahlungskräftige Gäste aus der Schweiz an. Ergreife Maßnahmen, damit die Bestände der bedrohten Arten nicht noch weiter schrumpfen, sodass die Schweizer Kundschaft auch in Zukunft herkommt und ihr Geld hier liegen lässt. Die vermehrte Schifffahrt setzt allerlei Meerestieren rund um die Insel stark zu. Dem solltest du entgegenwirken, indem du Schutzzonen einrichtest, wo sich der Schiffsverkehr auf ein Minimum beschränkt. Mhm. Vermeide, dass Schiffe durch das markierte Gebiet fahren. Das belasten. 2 Minuten. Ja, komm. Das ist eh gerade weg. Du ankommst. Ich glaube, das erledigt sich von selbst. Ich glaube, das passt so. Treibstoff. Ja. Machen wir auch mit einem LKW, weil hätte ich nicht mehr brauchen. Und alle 3 Städte brauchen. Ja, okay. Kein Thema. Verfügt über eine bemerkenswerte Vogelfauna. Sieh zu, dass sie durch den zunehmenden Flugverkehr nicht allzu sehr belästigt wird. Okay, vermeide das Flugzeug, das markiert. Ja, das wird schon eher unangenehm, aber das kriegen wir gleich auch noch hin. Er sagt so, nur pausieren wir kurz. Ich Flugzeuge auf dem Festland, dann geht das schon. Ich will aber trotzdem kurz mich um den Treibstoff kümmern. Hm.
Erddorf nach Arsenal. Die längste Strecke ist von da, glaube ich, mit 2 LKWs. Obwohl nach Palma auch mit 2. Ja, also brauchen wir 5 LKWs. Einer für Treibstoff Inka. 3 für Treibstoff Arsenal. 3 für Palma. Ist eigentlich schon mein Schiff gebaut, wo ich sicher nicht. Wir brauchen hier ein Tanker, bitte. Linie noch nicht mal eingerichtet. Neue Linie. Da. Ladung. Da. Ein Weg für große Schiffe. Okay. Schauen. Konfigurieren. Ah ja. Hier. Okay. Oh, ein großes. Ah ja. Bock. Der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur hinterlässt Spuren in Form von überfahrenen Eidechsen auf der Straße. Sorge dafür, dass die Reptilien wenigstens in ihrem Paarungsgebiet möglichst gefahrlos die Straße überqueren können. Ja. Das wird unangenehm. Okay. Ey, warum ruckelst du jetzt so spiel? Ich kann nichts dafür. Ich weiß nicht, warum es gerade so ruckelt. Aber das tut es. Ich hoffe, das liegt nur an diesem roten Streifen, der hier dann gleich wieder verschwinden wird. Verkehr aufhalten. Und stopp. Da kommt nichts mehr vorbei. Was passiert eigentlich, wenn ich euch mal kurz anhalte? Nein! Umdrehen. Stopp. Stehen geblieben. Drehen. Stopp. Na, ah, das wird gerade noch nicht zählen. Aber ich muss hier, glaube ich, einmal räumen. Fahren aus. Fahren raus. Durch, raus mit dir. Sorry Leute, die Straße ist gesperrt. Ruckel nervt mich gerade sehr. Und alle sind raus.
Du fährst lang. Du fährst gar nicht mehr. Schauen wir mal. Eine Minute haben wir. Und wir sind durch damit. Dank deiner Anstrengungen erholt sich die Inselfauna vortrefflich. Und die naturbegeisterten Reisenden aus der Schweiz füllen weiterhin deine Kassen. Ja, nur leider ruckelt es immer noch wie blöd gerade. Naja, werden wir mal kurz pausieren müssen. Gleich wieder da. Also, für euch wird das nur ein kleiner Cut sein, aber ihr wisst ja, ne?